Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 71, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der AfD, 10.000 Stimmen bei der Landtagswahl 2018 nicht berücksichtigt. Und danach kommt der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD 2016-30. Das Wort hat der Kollege Gagel. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, Herr Ministerpräsident, jetzt ist er weg. Er ist da. Das im Landeswahlgesetz Hessen festgeschriebene Proportionsprinzip wurde bei der Mandatsberechnung dieses Parlaments verletzt. Es besagt, dass sich durch die Zuteilung von Ausgleichsmandaten die politischen Mehrheiten nicht verändern oder verschieben dürfen. So hat es der Staatsgerichtshof bereits 2006 festgestellt. Es besagt, Zitat, dass die Überhangmandate durch ein Anwachsen der gesetzlichen Mitgliederzahl des Landtages ausgeglichen werden, sodass sich jedenfalls dadurch der Parteienproporz und somit die politische Mehrheit im Hessischen Landtag nicht verändern. Prof. Dr. Michael Ehliker, Staatsrechtler an der Universität Saarbrücken, hat für uns darüber hinaus das hessische Wahlrecht eingehend auf 70 Seiten Gutachten untersucht. Es trägt den Titel zur Frage der Rechtmäßigkeit der Sitzzuteilung durch den Landeswahlleiter nach der Landtagswahl 2018 in Hessen. Er kommt zum gleichen Ergebnis, meine Damen und Herren. Bei der Sitzzuteilung 2018 wurde das Proportionalitätsprinzip verletzt. Es kann keinen Zweifel mehr geben, meine Damen und Herren. Dieses Parlament muss in dieser Wahlperiode aus 138 und nicht aus 137 Mandaten bestehen. Der Wählerwille, meine Damen und Herren, der Wählerwille wird nur damit korrekt abgebildet. Und an der korrekten Abbildung des Wählerwillens, Herr Bellino, müssen alle demokratischen Kräfte in diesem Parlament ein ureigenes Interesse haben. Der Landeswahlleiter hat das Landeswahlgesetz falsch angewendet. Damit hat er falsch gerechnet, und damit hat er ein falsches Ergebnis verkündet. Die Abbildung des Wahlergebnisses vom 28. Oktober 2018 auf das Parlament ergibt mit 138 Mandaten ein etwa 10.000 Stimmen näherliegendes Ergebnis im Sinne der gesetzlich geforderten Proportion und verfassungsrechtlich geforderten Chancengleichheit aller Wählerstimmen als ein Parlament mit 137. Die Nichtbeantwortung meiner Fragen, meine Damen und Herren, in meiner Kleinen Anfrage, Drucksache 1295, macht klar, die Landesregierung, Herr Ministerpräsident, Herr Staatsminister Beuth, Sie verstecken sich hinter den Fehlern des Landeswahlleiters. Jedem mathematisch halbwegs gebildeten Menschen, der den Dreisatz verstanden hat und weiß, was es bedeutet, eine Proportion zu erhalten, wird ganz schnell klar, die Mandatsberechnung zum 20. Hessischen Landtag umfasst 138 und nicht 137 Mandate. Herr Kollege Gagel, da gibt es den Wunsch nach einer Zwischenfrage. Nein, auch gut. Dass die schwarz-grüne Landesregierung über keine Mehrheit verfügt und nie verfügte. Sie ist ins Amt gekommen nur durch einen Berechnungsfehler. Das dürfte auch der Grund sein, warum Sie, Herr Ministerpräsident, an einer Aufklärung desinteressiert sind und sich hinter dem Landeswahlleiter verstecken und dort Deckung suchen. Meine Damen und Herren, aus dieser Nummer kommen Sie nicht mehr so einfach heraus. Wäre 2018 ja der erste und einzigste Fall, können Sie das vielleicht noch per Rechtsgutachten irgendwie hinbiegen und in Ihrem Sinne zu verschleiern. Das geht aber nicht, denn das Wahlergebnis aus 2009 ist ja auch noch da. Und da ist bereits der gleiche Fehler gemacht worden. Opfer waren damals, hört, hört, SPD und LINKE. Sie haben es aber leider nicht gemerkt. Damals war die Proportionsverletzung noch viel krasser.
Hier reden wir sogar, ich kann rechnen, hier reden wir sogar über 40.000 Stimmen, die im Landtag nicht abgebildet wurden. Der Fehler, der gemacht wurde, der Fehler, meine Damen und Herren, der Fehler, meine Damen und Herren, der gemacht wurde und der gemacht wird, ist ein Fehler zur systematischen Bevorzugung der Überhangpartei. Überhangpartei war 2009 ebenfalls die CDU mit 4 Überhangmandaten. Diese 4 Überhangmandate wurden nur durch 4 Ausgleichsmandate ausgeglichen. Sie hätten aber durch 6 Ausgleichsmandate ausgeglichen werden müssen. Auf diesem Hintergrund muss sich der hessische Bürger doch einmal die Frage stellen, wo ist die transparente und nachvollziehbare mathematische Grundlage, um das alles nachzurechnen? Ich weiß, Herr Frömmrich, mit Mathematik haben Sie es nicht so sehr, aber ich rechne es Ihnen hier vor. Herr Kollege Gagel, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme sofort zum Schluss. Lassen Sie mich noch bitte 3 Sätze sagen. Sagen Sie bitte dem hessischen Wähler, dass es 2018 keine Mehrheit für Sie gab, und sagen Sie ihm, dass das Ergebnis vom 28. Oktober 2018 auch im Parlament ein Patt ist. Sagen Sie dem Wähler, wie der Landeswahlleiter Ihnen mit der Berechnung der Ausgleichsmandate aus einem Patt eine Mehrheit gebacken hat. In diesem Sinne ist das Wahlprüfungsgericht gefordert. Es muss jetzt schnell entscheiden, im Sinne des Landeswahlgesetzes, im Sinne des hessischen Wählers und im Sinne der hessischen Verfassung. Stimmen Sie unserem Entschließungsantrag zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Gagel. Das Wort hat der Abg. Dr. Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, Hohes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann die Erregung des Kollegen ein bisschen verstehen, aber vieles von dem, was Sie eben vorgetragen haben, hat den falschen Adressaten erwischt. Also, dass ich zu dieser Landesregierung nicht positiv stehe, ist, glaube ich, jedem hier im Raum bekannt. Aber zu sagen, dass die Landesregierung, nee, okay, dann habe ich das gut kaschiert. Aber dass Sie sagen, dass die Landesregierung sich versteckt oder verschanzt hinter irgendwas, ist einfach rechtsstaatlich falsch. Es ist einfach rechtsstaatlich falsch. Das ist ja das Schöne an unserer Demokratie und auch das Schöne an unserem Rechtsstaat, dass wir Regeln haben, dass wir, wenn jemand meint, es ist falsch gelaufen, Rechtsmittel haben. Und genau das wird jetzt gemacht. Also, ich kann diese Aufregung nicht ganz verstehen. Ich muss auch gestehen, ich kann nicht verstehen, dass man eine Woche vor der Sitzung des Wahlprüfungsgerichtes so als eine Debatte jetzt führt. Irgendwie. Aber okay, ich bin heute Morgen früh aufgestanden, mir geht es gut, also können wir darüber auch gerne reden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frage 137, 138, die Frage, die dahinter steht, die Sie eben zu Recht problematisiert haben, ich will ja nicht sagen, dass das Unsinn ist, ich will nur sagen, hier sind wir nicht für zuständig, sondern das ist eine andere Gangart jetzt. Landeswahlleiter, Wahlprüfungsgericht, was eigentlich nicht Wahlprüfungsgericht heißen sollte, sondern wie das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2000 entschieden hat, 2001 entschieden hat, ein Ausschuss dieses Landtages ist. Und dagegen kann man dann Rechtsmittel einlegen. Und dann endet man beim Staatsgerichtshof, und der wird dann klären, wie die Berechnungsgrundlage ist. Ich verstehe die Ihrige. Ich kann sie nachvollziehen. Ich verstehe auch die vom Landeswahlleiter. Ich kann sie auch irgendwie nachvollziehen. Da muss einfach jemand, der dafür zuständig ist, das ist letztlich der Staatsgerichtshof des Landes Hessen, entscheiden. Damit ist das Thema für mich auf der richtigen rechtsstaatlichen Ebene. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb Thema Wechsel. Thema Wechsel bedeutet, uns Freie Demokraten stört vielmehr etwas anderes. Im Landtagswahlgesetz steht herinnen, dass der Landtag aus 110 Abgeordneten besteht. Wir streiten gerade, ob 137 oder 138. Ist von 110 relativ weit entfernt. Wir sind sogar hier noch prozentual weiter entfernt als im Deutschen Bundestag, obwohl ich das auch schon, na ja, besonders finde, was da für eine Inflation der Mandatsträger vonstatten gegangen ist. Jetzt wissen wir alle, woran es liegt. Es liegt daran, dass nicht wie früher noch die Volksparteien so viele Mandate direkt gewinnen konnten, wie sie auch über die Liste hätten gewinnen können. Die Attraktivität lässt nach. Wir haben durch die
Dröselung in verschiedene Parteien, ein anderes System, und deshalb passt es nicht immer zusammen. Wir als Freie Demokraten fordern Sie auf, endlich daran zu gehen, und zwar gemeinsam daran zu gehen, dass wir wieder auf die 110 Abgeordneten im Hessischen Landtag kommen. Wir halten dieses für die Arbeitsfähigkeit in diesem Hause, und wir halten dieses auch aus fiskalischen Gründen für angebracht, dass wir uns darüber intensiv Gedanken machen. Ich weiß, ich habe es eben schon gesagt, Demokratie kostet Geld. Nur die Frage ist, ob sie so viel zusätzliches Geld kosten muss, nur weil wir ein System hier haben, das dann von Überhangmandaten zu Ausgleichsmandaten führen muss. Da bin ich wiederum beim Kollegen Gagel. Wenn es so ist, dann muss es richtig berechnet werden. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir endlich den Mut, uns zu ändern, die Zusammensetzung des Landtages zu ändern. Wir Freie Demokraten fordern Sie auf. Kommen Sie bitte mit uns zusammen in einem Gremium des Landtagspräsidenten zusammen, wo wir uns nicht nur über die Frage äußern, die der Staatsgerichtshof uns in das To-Do-Heftchen hereingeschrieben hat, nämlich die Gleichheit der Stimmen neu zu justieren, sondern kommen Sie mit uns dazu, und das ist die Vorfrage, festzustellen, dass 45 Wahlkreise in Hessen vollkommen genügend ist und dass wir dann, wenn die Wahlen so ausgehen, wie sie das letzte Mal ausgegangen sind, mit Überhang- und Ausgleichsmandaten bei der gesetzlichen Zahl von 110 Abgeordneten angekommen sind. Das ist unsere Bitte, und das ist unser Vorschlag auch in dieser Debatte. Und dafür, lieber Kollege Gagel, sind wir zuständig. Das ist das Interessante. Das ist unser Job. Also deshalb beschäftigen wir uns nicht so sehr mit dem Job des Staatsgerichtshofs sondern wir, und dem Wahlprüfungsgericht vorher, sondern wir beschäftigen uns mit unserem Job. Also noch einmal der eindringliche Appell. Wir müssen es schaffen, als Hessischer Landtag uns an unsere eigenen Gesetze zu halten. Das Landtagswahlgesetz in § 1 spricht davon 110 Abgeordnete. Wir sind jetzt 137 oder 138. Nein, wir müssen wieder runterkommen auf 110. Dann gibt es einen Vorschlag. Nehmen Sie ihn bitte endlich auf und tun Sie nicht so, als wenn es Sie nicht angeht. Es kann nicht sein, dass zur Versorgung von großen Parteien, von kleineren Parteien, wir zusätzlich noch Wahlkreise haben. Das funktioniert einfach in dieser Gesellschaft nicht mehr. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Jagowa. Das Wort hat der Abg. Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Allgemeine, gleiche und geheime Wahlen sind ein Kernelement der Demokratie. Und deshalb muss sich jeder Wähler und jede Wählerin auf ihre korrekte Durchführung verlassen können. Um dies zu sichern, gibt es im Rechtsstaat deshalb klare, formalisierte Regeln, die für alle gelten. Bedauerlicherweise ignoriert eine Fraktion hier im Haus diese Regeln. Wohl, weil die rechtsstaatliche Verfahren ihr sowieso egal sind, geht es ihr doch vor allem darum, gegen die plurale Gesellschaft zu polemisieren. Meine Damen und Herren, deswegen stelle ich dagegen wenige Fakten in Form von Daten, die Sie jederzeit überprüfen können. Erstens. Bei der Landtagswahl entfielen von den gültigen Landesstimmen eine größere Zahl auf die Listen der beiden jetzigen Regierungsparteien, auf die der vier jetzigen Oppositionsparteien zusammen. Die Parlamentsmehrheit gründet sich also auf eine Mehrheit der Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Zweitens. Der Ausgleich der Überhangmandate erfolgt in der Berechnung nach Hare-Niemeyer, die das Gesetz vorschreibt, durch die kleinste Gesamtzahl der Mandate mit einer dem Verhältnis der Zahl der Landesstimmen entsprechenden Sitzverteilung. Dies führt, wie Sie alle nachrechnen können, zu 137 Sitzen im Landtag der 20. Wahlperiode. Drittens. Diese Verteilung weist eine durchschnittliche Abweichung der Stimmen von den Sitzanteilen von nur 0,1 % auf.
Dies ist nur halb so viel wie bei den von der AfD geforderten 138 Gesamtmandaten. Das heißt, die AfD fordert eine größere Ungenauigkeit, um sich persönlich oder für ihren Bereich ein Mandat zusätzlich zuzuschanzen. Das sind die Fakten, das sind die Daten. Meine Damen und Herren, aus gutem Grund obliegt die Überprüfung von Wahlen nach Artikel 78 der Hessischen Verfassung dem Wahlprüfungsgericht, welches mit einem gesetzlich geregelten Verfahren dafür ausgestattet ist. Der heutige Versuch der AfD-Fraktion, mit der Aktuellen Stunde und dem Antrag in die Entscheidungsfreiheit dieser Institution zu beschneiden, zeigt, dass Rechtsstaat für Sie offensichtlich keine Bedeutung hat. Dieser Versuch ist mit Nachdruck zurückzuweisen. Meine Damen und Herren von der AfD, deshalb ist es auch geboten, hier an dieser Stelle noch einmal deutlich herauszustellen, Sie haben im Landtag dieselben Rechte wie alle anderen Abgeordneten, aber Sie haben nicht dieselbe Legitimation. Für Sie gilt erstens, Sie sind keine bürgerliche Partei, entgegen zu dem, was Sie immer gern behaupten, denn der Begriff bürgerlich steht für eine moderne, säkularisierte Gesellschaft, die sich friedlich auf die Vernunft gegründet reguliert, mit allen ihren Mitgliedern gleiche Freiheit und Selbstverwirklichung bietet, Diskriminierung, Unmündigkeit und Inhumanität überwindet und dazu die entsprechenden Institutionen bildet, wie kritische Öffentlichkeit, Rechtsstaat und parlamentarische Demokratie. Zweitens. Sie sind auch keine demokratische Partei. Denn Demokratie ist mehr als eine parlamentarische Regierungsform. Sie ist eine Weltanschauung, die wurzelt in der Auffassung von der Würde, dem Wert und den unveräußerlichen Rechten jedes einzelnen Menschen. Dies ist übrigens ein Zitat von Konrad Adenauer, als dessen Erbschleicher Sie sich ja gerne hier zeigen. Kollege Kaufmann, Erbschleicher, Herr Kollege Kaufmann, einen Moment, Erbschleicher haben wir doch nicht hier im Parlament, ne? Bitte. Sie sind vielmehr eine rassistische Partei, denn die AfD gründet ihre Politik auf Rassismus. Ihre politischen Aktivitäten sind regelmäßig darauf ausgerichtet, die Würde einzelner Menschen massiv anzutasten und sie zu diskriminieren. Damit ist Ihre Politik eine permanente Missachtung von Artikel 3 unseres Grundgesetzes. Sie kämpfen politisch und bisweilen ja sogar gewalttätig gegen Geist und Buchstaben unserer Verfassung. Wir konnten das heute wieder erleben. Meine Damen und Herren, da helfen Ihnen auch keine Ausreden mehr. Alle, die immer noch die Politik der AfD vertreten oder dabei sogar mitmachen, bekennen sich damit zu diesem rassistischen Politikansatz. Dabei entschuldigt sie weder eine Erinnerung an frühere Politikerkarrieren im bürgerlichen Spektrum noch Verdienste aus vergangener Zeit. Jeder und jedem Politiker in der AfD müsste eigentlich längst klar sein, dass seine Partei tatsächlich als ein politischer Förderer des braunen Terrors agiert. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Die Formulierung Förderer des braunen Terrors, also die gefällt mir auch nicht, muss ich mal hier sagen, hier im Parlament. Und ich bitte doch, dass wir uns in der Tonlage ein bisschen, auch in der Aktuellen Stunde, ein bisschen friedlicher verhalten. So, jetzt hat der Kollege Heinz das Wort, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Aktuelle Stunde heißt, der AfD heißt Wahlprüfungsgericht, muss zügig entscheiden. Und ich bin schon dem Kollegen Dr. Hahn auch dankbar, dass er mal darauf hingewiesen hat, dass dieses Wahlprüfungsgericht nächste Woche dann auch tagen wird. Also das wird sich damit befassen. Und wenn man in die Historie schaut, es hat immer so einen ähnlichen Zeitkorridor gebraucht, um dann auch ins Arbeiten und irgendwann in Richtung einer Entscheidung auch zu kommen. Und woran liegt das Ganze, um das mal vorabzugreifen? Im Internet, das verrät ja viel, da findet man viel.
Die AfD-Fraktion selbst hat am 15. November noch eine Stellungnahme nachgeschoben. Das ist jetzt gut vier Wochen her, oder noch nicht mal vier Wochen her. Das heißt, diejenigen, die jetzt mokieren, dass die Entscheidung nicht schnell genug kommt, die haben selbst noch dazu beigetragen, dass die Stellungnahmen nicht rechtzeitig eingegangen waren. Jetzt hören Sie zu, rufen Sie nicht dazwischen. Die Hessische Verfassung ist ja verteilt worden vom Präsidenten. Gelegentlich empfiehlt sich auch die Lektüre darin. Dieses Wahlprüfungsgericht ist ein eigenes Verfassungsorgan, was im Artikel 78 unserer Verfassung genannt ist. Darin sind die beiden höchsten Richter des Landes und drei Abgeordnete vertreten. Den Vorsitz führt der Präsident des Verwaltungsgerichtshofs in Kassel. Und dieses Gremium wird zu einer Entscheidung kommen. Und dagegen kann man den Staatsgerichtshof dann anrufen. Und ich würde es sehr, sehr gerne als Abgeordneter dabei belassen, dass das eine Verfassungsorgan Landtag, dem Verfassungsorgan Wahlprüfungsgericht und auch dem Verfassungsorgan Staatsgerichtshof hier keine Belehrungen erteilt vom Rednerpult. Und was mich, Herr Gagel und Ihre Kollegen, noch mehr daran stört, Sie gerieren Sie ja immer als Rechtsstaatspartei, und dann rufen Sie irgendeinen vermeintlichen Skandal auf, den, wenn man dann inhaltlich mal da reinschaut, eigentlich gar nicht vernünftig belegen können, machen einen riesen Heckmeck und vertrauen dann darauf, dass irgendwas hängen bleibt und die Institution Staat und Verfassung dann am Schluss wieder einen Schaden davon trägt. Ich hatte bei einer ersten Betrachtung eigentlich auch nicht vor, mich an diesen ganzen Rechenexemplen zu beteiligen. Aber es ist vielleicht doch notwendig. Ich habe in Ihre Kleine Anfrage reingeschaut und auch in die Antworten der Landesregierung dazu. Und Sie führen da irgendwelche groben Berechnungen durch mit 7 Nachkommastellen von dem 7,1. Sitz, der ausgeglichen wird. Also, wenn ich das Gesetz lese, bin ich dann näher bei der Berechnung beim Physiker Kaufmann als beim Meteorologen Gagel. Es sind 8 Überhangmandate entstanden, und die werden ausgeglichen, und nicht 7,7 Sitze oder 8,1 Sitze, sondern es gibt 8 Sitze mehr. Und die wurden auch nicht zugeteilt, wie Sie dort schreiben, sondern die hat die CDU errungen bei der Wahl in 40 Wahlkreisen. Und zugeteilt werden die Ausgleichsmandate, nicht die Überhangmandate. Und anhand dieser 8. Da reicht sogar, ich habe es dann sogar noch mit die Mühe gemacht, das nachzurechnen, zumindest auch mit den Kenntnissen meines hessischen Abiturs kam ich zum Ergebnis von Herrn Kaufmann. Das ist so ein herausgehobener Dreisatz. Da kommt man dann zum Ergebnis, dass die Berechnung stimmt. Aber das haben wir am Schluss auch nicht abschließend zu entscheiden. Das hat, in der ersten Instanz hat es auch nicht der Landeswahlleiter entschieden, auch noch eine kurze Nachhilfe im Landesrecht, sondern der Landeswahlausschuss, der ist überparteilich besetzt, der hat dieses Ergebnis festgestellt. Das wird jetzt gerichtlich überprüft. Das geht seinen normalen rechtsstaatlichen Gang. Dann werden wir schauen, was dabei rauskommt. Es gibt vermutlich auch dort Juristen, die das so sehen, die das so sehen. Diesen Professor Elliker, den Sie immer anführen, den haben wir jetzt auch die Mühe mal gemacht, zu schauen, wer das eigentlich ist. Auf Ihrer eigenen Webseite schreibt die sächsische AfD, der bei der sächsischen AfD-Fraktion tätige Jurist Prof. Dr. Michael Elliker, also ob der eine größere Unabhängigkeit besitzt als unser Staatsgerichtshof, möchte ich jetzt auch mal infrage stellen. Wir werden schauen, wie das Ganze ausgeht. Und ja, Herr Kollege Dr. Hahn, wir werden auch in dieser Wahlperiode noch über weitergehende Fragen zu entscheiden haben. Wie ist das mit Wahlkreisen, mit Überhang, mit Ausgleich? Wir sind da bereit, über alles zu reden. Es gibt auch ein Modell, man kann 110 Wahlkreise in Hessen gründen und gar keine Landesliste mehr haben. Dann kommt man auch zu einem Landtag, der aus 110 Abgeordneten besteht. Wir sind bereit, über alle Herr Kollege Dr. Hahn, in diesem Gremium über alle Modelle zu sprechen. Wir werden die Vorgaben der Rechtsprechung auch beachten. Und dann glaube ich auch in diesem Gremium, was jetzt seine Arbeit aufnehmen wird, fraktionsübergreifend, werden wir eine gute Lösung finden, und wie das in diesem Haus braucht, werden wir auch eine Lösung finden, die ganz, ganz breit in diesem Landtag getragen wird. Das ist aber von dem zu trennen, um was es jetzt kurzfristig geht. Jetzt geht es um die Prüfung der letzten Wahl, und in dem nächsten Gremium beschäftigen wir uns um die Organisation der nächsten Wahl. Das wollen wir auseinanderhalten. Für heute bleibt festzuhalten, da ist nichts dran aus unserer Sicht. Wir werden auch Ihren Antrag ablehnen, und mit dieser Aktuellen Stunde tragen Sie eigentlich, oder versuchen Sie dazu beizutragen, hier ein bisschen durcheinander zu machen. Ich glaube, wir haben Sie dabei ganz gut enttarnt. Vielen Dank, Kollege Christian Heinz. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nur zur Erinnerung, dieser Tagesordnungspunkt heißt eigentlich Aktuelle Stunde. Deswegen, nachdem schon vieles gesagt ist, will ich mich vor allen Dingen auch mit der Aktualität mal kurz beschäftigen. Die Herren von der AfD und Frau Papst-Lippel, Sie wissen, dass in Ihrem Sprachgebrauch Sie da immer mitgemeint sind. Die Herren von der AfD meinen, Unregelmäßigkeiten bei der letzten Landtagswahl festgestellt zu haben und haben dazu das Wahlprüfungsgericht angerufen. Das ist so. Das ist Ihr gutes Recht. Feierabend, Schluss. Das haben Sie uns vor Wochen schon mitgeteilt und auch der geneigten Öffentlichkeit mitgeteilt. Aktualität heute gleich null. Das ist Ihr gutes Recht, das ist das Recht aller Bürgerinnen und Bürger, und da haben auch andere Bürgerinnen und Bürger von Gebrauch gemacht. Soweit alles ganz normal. Ich möchte hier, ich hoffe, für den ganz großen Teil des Hauses festhalten, die Feststellung der Rechtmäßigkeit und der Zusammensetzung dieses Parlaments wird nicht durch ein Gutachten der AfD festgestellt. Nicht durch ein Gutachten der AfD. Sie haben weiter auch schon vor Wochen der geneigten Öffentlichkeit und auch uns mitgeteilt, dass, wenn Ihnen die Entscheidungen des Wahlprüfungsgerichts nicht gefallen, Sie zum Staatsgerichtshof gehen werden. Das ist Ihr gutes Recht. Soweit alles gut. Aktualität? Null. Vielleicht erfahren wir nächste Woche bei dem bereits anberaumten Termin der Sitzung des Wahlprüfungsgerichts etwas Neues. Das können wir heute aber nicht sehen. Von daher heute wieder Aktualität null. Das, was Sie aber damit schaffen, und das haben meine Vorredner auch schon herausgearbeitet, ist, Sie schüren Ressentiments gegen diese Demokratie, und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Meine Damen und Herren, mein letzter Satz in dieser Aktuellen Stunde ist: Aktualität verfehlt Sätzen 6. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Günther Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Wahlprüfungsgericht ist die zuständige Instanz, über Eingaben, Einsprüche zur Landtagswahl zu entscheiden. § 15 regelt das Verfahren. Es entscheidet über die Gültigkeit und Ungültigkeit von Wahlen, über die Frage, ob Abgeordnete ihren Sitz verloren haben. Von einer mündlichen Verhandlung kann abgesehen werden, wenn der Einspruch nicht fristgerecht eingelegt worden ist, der Einspruch nicht mit Gründen versehen ist oder der Einspruch offensichtlich unbegründet ist. § 15 regelt das Verfahren. In der Tat ist es bekannt, am 18. Dezember, also nächste Woche, tagt das Wahlprüfungsgericht. Das Ende des Jahres. Es hat immer, sage ich mal, eine gewisse Zeit gebraucht. Das ist die Praxis, um die Eingaben zu beantworten. Es ist aber in der Tat auch Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das wird dann erfolgen. Das haben wir auch hier gar nicht zu bewerten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen ist die Debatte an der einen oder anderen Stelle trotzdem ziemlich schräg. Ich werde mich inhaltlich dazu nicht äußern, weil, dass jemand sagt, die Wahl, die Zusammensetzung des Landtages sei nicht rechtmäßig, das ist zunächst einmal zulässig. Ja, das ist mal zulässig. Dazu gibt es jetzt ein Gutachten eines Professors Ehliger. Ich weiß nicht, ob der bei der Landtagsfraktion der AfD in Sachsen arbeitet. Das weiß ich nicht. Das können Sie ja dann sagen. Wie gehaltvoll dieses Rechtsgutachten ist, sei einmal dahingestellt. Ich will aber trotzdem mal, weil ich fand schon bemerkenswert, Vertreter der Koalition, alles Unsinn, was da erzählt wird, alles rechtmäßig. So vermessen wäre ich an Ihrer Stelle mal nicht, weil wir haben uns durchaus auch mit ernsthaften Juristen mal auseinandergesetzt, die bei einer ersten Bewertung sagen, na ja, so ganz abwegig ist das nämlich alles nicht. So ganz abwegig ist das alles nicht. Nur bei Herrn Kaufmann, der ja sowieso das Privileg hat, dass er als Einziger immer alles gleich weiß. Er hat ja sicherlich dann auch die Rechtsexpertise, kann uns ja auch gerne mal zur Verfügung stellen, können wir uns ja damit auseinandersetzen. Meine Damen und Herren, worum geht es in der Sache?
Und das ist durchaus eine spannende Frage, ob das in Hessen richtig geregelt ist. Der Landeswahlleiter hat bei der Berechnung der Sitze mit einem Zuteilungsdivisor gearbeitet. Ob das mit dem hessischen Landtagswahlrecht in Einklang ist, das ist die zentrale Frage. In Rheinland-Pfalz ist es nämlich geregelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da geht es dann in der Tat um die Frage, warum die Dezimalzahl für die CDU durch den Landeswahlleiter verändert wurde, mit der Konsequenz, dass die anderen Parteien weniger Ausgleichsmandatanteile erhalten. Das ist eine inhaltliche, eine sachliche Frage, mit der sich das Wahlprüfungsgericht nächste Woche auseinanderzusetzen hat. Und jetzt lasse ich einmal das Gutachten oder das vermeintliche Gutachten dieses Herrn Eiligers weg. Ist das eine Frage, finde ich, da hat der gesamte Landtag einen Anspruch darauf, das zu klären. Und um diese sachliche Auseinandersetzung geht es an der Stelle. Und mein Petitum wird jedenfalls dann auch nächste Woche sein, dass wir das in einem transparenten Verfahren machen, um genau Verschwörungstheoretikern, genau Verschwörungstheoretikern von einer bestimmten Seite eben nicht Nahrung zu geben, sondern das transparent und dauerhaft darstellbar zu machen. Weil abstruse Verschwörungstheorien von rechts helfen nicht der Demokratie. Deswegen rechtsstaatlich haben wir ein klar abgestimmtes Verfahren. Wahlprüfungsgericht entscheidet. Da habe ich auch Zuversicht nach sachlichen Kriterien. Hoffe ich dann zumindest, dass die fünf Personen, die das zu entscheiden haben, das auch so tun. Spreche ich auch keinem ab. Wenn man mit der Entscheidung des Wahlprüfungsgerichts nicht einverstanden ist, ist die nächste Instanz der Staatsgerichtshof, unser Verfassungsorgan. Das ist alles klar geregelt. Das ist nicht Sache des Hessischen Landtages. Aber eine Frage, eine sachliche Frage, ist die Zusammensetzung des Landtages korrekt ermittelt worden, mathematisch? Stimmen dafür auch die rechtlichen Voraussetzungen? Das, finde ich, kann man nicht so eiskalt, wie Schwarz-Grün es getan hat, hier mal gerade vom Tisch wischen. Kollege Hahn hat es auch gesagt. Das ist eine Frage, um die es im Verfahren geht. Und ich finde, dieser Frage müssen wir nachgehen. Wer das ignoriert, handelt fahrlässig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, ob der Herr Eiliger tatsächlich die unabhängige Instanz ist mit dem Rechtsgutachten oder ob er tatsächlich eher Parteienvertreter für die AfD ist, ist das eine. Aber dann finde ich, kann man im Verfahren Möglichkeiten finden, das auch durch neutrale Überprüfungen stattfinden zu lassen, weil auch das gehört zu einem rechtsstaatlichen Verfahren. Natürlich ist das ein Parteienvertreter und natürlich muss man da skeptisch sein. Aber wenn an der Sache irgendwas dran ist, möchten wir uns nicht dem Vorwurf ausgesetzt sehen, dass man parteipolitisch etwas inszeniert hat, was ich hiermit nicht unterstelle. Aber ich möchte auch der AfD gar keinen Grund geben, ihre Legenden zu machen. Und Sie haben die Weisheit als Einziges gepachtet. Naja, das habe ich bisher von einer anderen Fraktion immer gehört. Wir wollen ein offenes, transparentes Verfahren, in dem man glaubhaft darlegen kann, warum man zu dieser Berechnung gekommen ist. Das ist unser gutes Recht, und das fordern wir im Wahlprüfungsgericht. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Dann Aussprache beendet. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, 2016-30. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? Das übrige Haus. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.